Ich will den Panzer haben. Cockpit, Land, religiös? Deckenkracher. Ach, plus 22, was ist das? Die Fähigkeit, die Ungläubigen zu beeinflussen. Okay, natürlich. So würde ich auch die Ungläubigen beeinflussen. Tempo. Konvertiere die Massen vom Boden aus. Ja, ich nehme den jetzt einfach mal. Ein Panzer ist immer cool. Das ist echt sowas von geil. Oh, guck mal, es sieht aus. Unten links sieht aus wie ein trauriger Hamster oder so. Hase. Ich kann vielleicht mal aus Spaß ein paar Sachen machen. Wir sehen jetzt auch schon aus, als wenn wir zu den Chinesen gehören. Mit dem Kopfding. Mit dem Helm. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Das Zeitalter der Technologie und des Transportwesens ist angebrochen. Deine Stadt ist die erste auf dem Planeten, aber deine Spezies folgt nicht nur. Aber deine Spezies folgt nicht mehr nur dir. Schon bald werden andere Städte entstehen, erbaut von Vertretern deiner eigenen Spezies. Du musst sie ein, um den Fortschritt voranzutreiben. Du kontrollierst jetzt die Fahrzeuge und die Stadtplanung deiner Nation. Beginnt mit der ersten Stadt. Du musst mit anderen Nationen interagieren, sobald sie auftauchen, um am Ende die globale Herrschaft zu erreichen. Werfen wir mal einen Blick auf deine Fortschrittsanzeige. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Da unten, wo der Pfeil ist. Jede Stadt, die du eroberst, konvertierst oder kaufst, bringt dich deinem Ziel näher, den gesamten Planeten zu kontrollieren. Deine Nation hat anfangs nur eine spezielle Sicherung. Du kannst aber auch Eroberung anderer Städte auch mehrere erhalten. Ja, also so wie immer, entweder friedlich oder kriegerisch. Du kannst die Kamera frei über die ganze Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über deine Städte. Oder über Fahrzeuge, denen du Befehle erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kamerasteuerung und die Auswahl deines Fahrzeugs an. Das wird wahrscheinlich genauso sein. Halte beide Maustasten gleichzeitig gedrückt, um die Kamera zu neigen oder zu drehen. Ja. Schwenke die Kamera mit den Pfeiltasten. So mit Kamera Maus war die ja. Ach, ich bin so blöd, Mist. Ja. Achso, ich muss natürlich auch auf die Pfeiltasten drücken, nicht auf die Steuerungstaste. Hallo. Du freundliches Fahrzeug. Okay, das Ding haben wir ja schon mal gesehen. Suche in der Nähe nach einem Gewürzgeysir wie diesen. Ah, wir waren damals nur zu primitiv, das zu benutzen. Klicke ihn an und schicke dann ein Fahrzeug zu ihm, um ihn in Besitz zu nehmen. Gewürz ist ein wertvolles Handelsgut geworden. Wenn du es abbaust, klingelt die Staatskasse. Die Ziele deiner Nation werden hier angezeigt. Dein erstes Ziel ist, ein Gewürzgeysir zu besetzen und mit dem Gewürzabbau zu beginnen. Die Kontrolle über Gewürzgeysire erhöht die Produktion deiner Nation. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ach, und das sind anscheinend die ganzen Gewürzgeysire, die es hier gibt. Erstmal schauen, was der macht. Okay, wir übernehmen es gerade. Wie du siehst, hast du die von dir erbautes Gewürzgeysir nun die Identitätsfarbe deiner Nation. Angenommen, klicke auf die Übersichtskarte auf dein Rathaus, um die Kamera dorthin zu bewegen, damit du den Bau deiner Hauptstadt beginnen kannst. Okay. Was kann man hier? Die Registerkarten helfen dir bei der Bedienung des Stadtplaners. Kaufe Fahrzeuge, Gebäude und eröffne Objekte anstelle. Objekte. Erstelle eine Hymne oder rüste deine Bürger aus. Okay, was kann ich denn hier machen? Obergrenze. Unterhaltung, Design, ein neues Unterhaltungsgebäude, erhöht die Zufriedenheit, was sich vor religiösen Angriffen schützt. Fabrik, Design, eine neue Fabrik, erhöht die Einkommen, senkt aber die Zufriedenheit. Und was ist das? Verbessere die Verteidigung. Haben wir noch? Achso, das ist Fahrzeuge.
Okay, ich hätte gern einen Panzer. Oh, wo muss ich das jetzt designen? Simsalabim. Da von Maxis. Arkham. Der Knotsturm. Outsturm. Okay, Entschuldigung. Ben Pavillon. Oh, ich möchte den Biobaum. Ich möchte den Biobaummarkt gern haben. Wir müssen auf jeden Fall ziemlich schnell die Gewürze holen. Okay, da haben wir Leute und das da unten ist... Ach, was wir einnehmen. Oh ne, die Geysire. Ich denke mal, mit Geysiren kommen wir besser. Kann ich mir noch ein... Ach ne, das kostet zu viel, schade. Wieso kann ich mir das nicht holen? Achso, ich muss wahrscheinlich erstmal wählen. Was haben wir denn hier? So. Das Blombo. Oh, das ist hässlich. Das sieht alles so. Ich weiß auch nicht. Ich müsste eigentlich was Asiatisches suchen. Belokianischer Fischer. Talfurianisches Floß. Ich muss gestehen, ich... Die beiden... Zetzemosa. 445. Ich nehme, glaube ich, mal das. Ja, es geht so. Gibt's auch im Wasser, interessant. Keine Ahnung, was die da gerade machen. So, jetzt können wir hier noch eine Fabrik. Wie soll denn die Fabrik aussehen? Ich hätte gern was, was dazu passt zu und dem, was wir schon haben. Sieht aber alles irgendwie ein bisschen anders aus. Es spart auf jeden Fall eine Menge Zeit, wenn ich das so mache, glaubt mir. Oh, die Holzfabrik. Die könnte man nehmen. Aber wir können sie uns trotzdem nicht leisten. Was jetzt passiert? Eine neue Stadt irgendwo. Wo auch immer die entstanden ist. Ich werde auf jeden Fall demnächst Überzeugungskraft brauchen, um diese Städte zu holen. Ein weiterer Stamm deiner Spezies hat auf deinem Kontinent eine Stadt errichtet. Du solltest sie erobern, solange sie noch schwach sind. Eine Stadt, du solltest sie erobern, solange sie noch schwach ist. Ach, die meinen die Stadt und nicht die Spezies. Ach, die Spezies. Ja, okay, die Spezies. Oder zum Verbündeten machen. Das sind die einzigartigen Fähigkeiten der Nation. Wenn der Nation wächst, werden sie von deinen Bürgern entwickelt. Glaube. Bitte zerstören.
Ach, so funktioniert das hier. Okay. Mit einmal entstehen hier so viele andere. Kommt mal alle her. Kontakt. Wir konvertieren die jetzt zu uns, solange wir es noch können. Das ist so ein Schwachsinn, aber das ist irgendwie lustig. Woran sehe ich, wie lange das noch dauert? Ich weiß jetzt nicht, was das alles bedeutet. Ich glaube, das da unten ist der Verteidigungswert der Stadt. Mach gleich mal weiter, die Stadt hole ich mir jetzt. Oh, es sind aber viele Städte entstanden. Ach, die machen die jetzt nach und nach? Nee. Cool, wir haben eine Stadt geholt. Also wenn man weiß, wie es läuft, dann geht das. Du hast die militärische Stadt mit religiösen Mitteln konvertiert. Wenn du diese Spezialisierung beibehältst, kannst du Militärfahrzeuge bauen und andere Städte erobern. Wähle das Spezialgebiet dieser Stadt. Konvertiert, wenn du diese bla bla bla. Ich mach mal hier militärisch. Ach, da ist schon eine Fabrik. Das kann ich hier bauen. Ich dachte, es ist dieser Panzer ist was. Das ist was Religiöses. Ach, so ein. Bin ich ein Horst. Aber ich habe mich schon gewundert, was das darstellen soll. Okay, 32. 312, 337, 25. Der Erzmagier 23. Ja, der sieht cool aus. Den möchte ich haben. Kümmere ich mich später drum.